Heutzutage steht jeder auf Mixed Martial Arts und will sich im Ring beweisen. Aber das ist kein echtes Kämpfen. Echtes Kämpfen ist zu wissen, wann man die Autofenster schließen und die Türen verriegeln muss. Das ist Kämpfen. Jetzt kommen natürlich die Kampfsportler und sagen, Leon, was quatschst du denn da für einen Müll? Was erzählst du denn da? Kampfsport ist doch super geeignet, um mich selber zu verteidigen. Ja, für den Punkt der körperlichen Auseinandersetzung. In normalen Situationen, normalen Anführungszeichen. Das heißt, alles, was ich mit Schlägen, Tritten, Ellbogenstößen, Kopfstößen etc. lösen kann, weil das auch so trainiert ist. Ich schlage, ich gebe den Ellenbogen, ich rutsch ran, gebe den Kopfstoß. Vielleicht habe ich eine ringerische Lösung, je nach Kampfsportart, die ich mache. Kann mir das definitiv helfen und wird mir auch helfen, die Situation körperlich zu überstehen. Jemand, der gut schlagen kann, der kann gut schlagen. Wenn es eine Auseinandersetzung gibt, eine Prügelei, und man sieht, der eine ist trainierter als der andere und es fallen nicht nur wilde Schwinger, sondern der andere kann ein, zwei gezielte Treffer landen und das Gegenüber geht zum Beispiel K.O., dann hat derjenige die Situation für sich bestanden. Was beinhaltet also Selbstverteidigungstraining? Hier eine wunderschöne Übersicht von einer Schule aus der Schweiz. Functional Fighting. Wir haben ein 3-Phasen-Konfliktmodell entwickelt, was sich so in vielen anderen Sachen auch wiederfinden lässt im Bereich effektiven Selbstschutzes. Es gibt einmal den Pre-Konflikt, das heißt, es fängt an mit Gefahrenmanagement und unterteilt sich jetzt bei denen zum Beispiel in Risiko- und Situationsmanagement. Das heißt, Risikomanagement, Situations- und Bedrohungsanalyse. Jetzt kann man natürlich sagen, ach Leon, das ist da ganz schön hochgegriffen und ich mache doch keine Situations- und Bedrohungsanalyse. Ja, das ist dein Problem. Situations- und Bedrohungsanalyse fängt da an, dass ich mich einfach damit gedanklich auseinandersetze, was könnte wann, warum passieren. Und das ist nichts Verkehrtes. Und das schürt auch keine Ängste. Das ist einfach nur vernünftig und vorausschauend. Beispiel, nehmen wir unseren Alltag, Autofahren. Ich denke mal, keiner von euch schnallt sein Kind an, weil er sagt, der nächste Baum, der ist meine. Sondern, wenn ein Unfall passiert, hat mein Kind einfach größere Überlebenschancen, wenn ich es anschnalle. Schürt das Angst? Nein, es ist vernünftig. Man sollte sich damit auseinandersetzen, was für reale Risiken es gibt, Schlussfolgerungen ziehen und eventuell präventive Maßnahmen ergreifen. Das heißt zum Beispiel für die Erwachsenen jetzt, wenn ich mit 3,8 auf dem Kessel mich nachts in die Straßenbahn setze, ohne selber zu wissen, wo oben und wo unten ist, ist nicht die beste Ausgangssituation und macht mich natürlich für Täter, die mir zum Beispiel mein Geld abziehen wollen etc., macht mich das natürlich attraktiv. Situationsmanagement beschreibt die situative Situationsbedrohungsanalyse, potenziell gefährliche Personen, Gruppen, Orte, Situationen frühzeitig erkennen und notwendige Verteidigungsmaßnahmen einleiten. Vermeidungsmaßnahmen. Vermeidungsmaßnahme kann zum Beispiel sein, auch ein gutes Beispiel, ich laufe auf einer Straßenseite, gehe dort meinen Weg und dann kommen meinetwegen angedrungene Personen, die auch schon laut grölen, die vielleicht schon eine Glasflasche zerschmissen haben vor meinen Augen, die jetzt nicht unbedingt sehr freundlich und sehr aufgeschlossen wirken, vielleicht sogar auf mich einen konfliktsuchenden Eindruck haben. Wäre es zum Beispiel eine Vermeidungsmaßnahme zu sagen, ich wechsle die Straßenseite, damit ich mich nicht an diesen Leuten dort durchzwängen muss und dann umso mehr die Aufmerksamkeit von denen auf mich ziehe. Genauso gibt es nun mal in Gegenden und Orte, wo es je nach Tageszeit nicht immer unbedingt sinnvoll ist, sich darum zu treiben. Ich denke mal, da fällt euch allen was ein, wo man sagt, na gut, wenn man da nachts um 12, um 1, um 2 ist, muss man sich nicht wundern, wenn man dann eventuell Ärger hat. Kontaktmanagement ist schlussendlich der Umgang mit unbekannten Kontakten, Umgang mit Bedrohungen, mögliche Übergriffsabsichten zu erkennen, ja, und darauf angemessen zu reagieren, sowie offensive und defensive Deeskalationen. Offensive und defensive Eskalationen sind riesige Themen, auch das sind ganze, ja, man kann fast schon sagen Ausbildungsthemen. Das ist auch nicht mit, wir haben das mal durchgesprochen, abzuhandeln, sondern das muss man auch trainieren, das muss man schulen. Und das ist alles vor dem körperlichen Übergriff, vor dem Schlagen, vor dem Treten, vor allem, was da passieren kann. Das heißt, wie gehe ich mit Menschen um? Wie analysiere ich die Körpersprache? Wie wirke ich auch auf andere? Kommen wir zum eigentlichen Konflikt, das heißt Gewaltmanagement, offensiver Selbstschutz. Dort kommen kampfsportliche Aspekte zum Tragen. Denn im Kampfsport wird geschlagen, getreten etc. Dort bringt mir das auf jeden Fall was. Wenn ich viel Sparring gemacht habe, wenn ich viel trainiert habe, wenn ich weiß, wie sich Schläge anfühlen, wenn ich weiß, wie sich Leute bewegen, wenn ich weiß, wie es aussieht,
wenn Leute mich angreifen, dann hilft mir das sehr, sehr weiter. Und dort ist Kampfsport eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn ich dort kampfsportliche Erfahrungen habe, bin ich echt gut aufgestellt. Das Ganze hält aber seine Grenzen in sehr asymmetrischen Situationen. Sprich, bin ich außerhalb meines Handlungsgebietes, weil ich nun mal Boxer bin und dann sind wir am Boden und ringen miteinander? Bin ich nicht in der Lage, Sachen umzusetzen, weil ich immer im Thai-Boxen meine High-Kicks trainiert habe, jetzt aber mit meiner Jeans meine Beine einfach nicht so hoch bekomme oder mit meinem Schulrucksack auf den Rücken gar nicht das Gleichgewicht halten kann? Liege ich jetzt auf dem Boden mit meinem Schulrucksack auf den Rücken, der voller Bücher ist, liege ich nicht ideal. Ich liege nicht sehr gut im Gleichgewicht. Ich kann mich nicht so bewegen, wie ich es aus dem Training kenne. Auch das sind da Schwierigkeiten, wo einfach der Sport Grenzen setzt aufgrund seiner Regularien, die uns da draußen eventuell das Leben sogar schwerer machen können. Nichtsdestotrotz ist jemand, der trainiert ist, in dem, was er macht, in dem Bereich besser als andere, die da nicht trainiert sind. Kommen wir zum Postkonflikt, wie es hier genannt wird. Das heißt Fluchtmanagement. Was ist zu beachten? Wir haben es beim Selbstverteidigungstraining für Kinder am Auto, ja, wir haben das Car Scenario genannt, ganz oft, dass die Kinder sich behaupten können, verbal behaupten, auch körperlich, weil wir die gut trainiert haben. Und dann, was passiert? Die Kinder flüchten, auch das machen die super. Und wir sind aber nicht direkt im öffentlichen Straßenverkehr, aber wir sind draußen an einer ruhigen Straße, wo wir einen guten Überblick haben. Und die Kinder rennen los und dann gibt es dann eine Kreuzung und die rennen da drüber. Was machen wir denn aber? Wir schauen nach links, nach rechts, nach links. Das heißt nicht nur, dass ich die Möglichkeit habe zu flüchten, sondern ich muss auch so flüchten, dass es mir nicht schadet. Das heißt, auch da muss ich drauf trainiert sein, logisch zu denken und meine Umwelt wahrzunehmen. Und dann natürlich das Thema Absicherungsmanagement, auch ganz wichtig für Erwachsene, definitiv rechtlich. Ja, was habe ich eventuell zu befürchten? Wir leben in einem Rechtsstaat, jeder kann jeden anzeigen, eventuell kommen Gerichtsverfahren. Also sollte ich einen Anwalt auf der Tasche haben, etc. Sozial, was hat das für mich für Folgen? Wenn ich jetzt bei der Geburtstagsparty meinen Nachbarn, der warum auch immer mir jetzt nicht so freundlich gesonnen war, vielleicht auch nach dem ein oder anderen Getränk, nun mit meinen Skills, die ich habe, zum Beispiel mit meinem schnell kommenden Ellenbogen, den Kiefer breche, obwohl ich ihn hätte einfach nur wegschubsen können. Also, was hat das für mich für soziale Folgen? Einfach, weil es so drin ist, weil ich diese Kombi habe. Man kommt an, ich gehe aus der Bewegung raus und bringe den Ellenbogen rein, weil ich das immer so trainiert habe. Das funktioniert, das hat die Situation geklärt, du konntest dich selber behaupten. Aber was hat das für soziale Konsequenzen? Was für ein Bild gibt das von dir? Und bist du bereit, dieses Bild, was es von dir gibt, zu tragen? Das Ganze ist natürlich im Bereich Jugend, Entwicklung, Pubertät noch viel wichtiger, weil da ist man in einer Prägungsphase. Und auch da ist die Frage, bringe ich den Kids bei, alles mit Schlägen, Ellbogen, Knien, Low-Kicks etc. zu lösen, sodass ich am Ende in einer Ausnahmesituation, ja, wo ich Panik habe unter Umständen, weil ich angegriffen werde oder meine, mich schützen zu müssen, ich ein prügelndes Kind oder ein heranwachsendes Kind auf dem Schulhof habe, einfach weil es das nicht anders kennt, weil es nur diese Handlungs- und Lösungsoption hat. Oder wäre es dann nicht sinnvoller, über den Tellerrand zu blicken, wenn wir über effektive Selbstverteidigung sprechen, und zu sagen, nun vielleicht wäre eine ringerische oder eine passive Lösung besser gewesen. Und natürlich psychologisch. Bin ich bereit, das umzusetzen? Bin ich bereit, damit klarzukommen? Setze ich mich allgemein damit auseinander, was passiert, wenn ich nur meine harten Schläge bringe? Wenn ich nur das Knie in jemanden reinramme? Was passiert mit dem? Kann ich das Risiko tragen, jemanden zu verletzen? Möchte ich das tragen? Damit muss ich mich auseinandersetzen. Das umfasst Selbstverteidigung. Ich denke mal, ihr habt so einen groben Einblick erhalten, was ein Selbstverteidigungstraining beinhalten soll und worüber ich mir als Trainer für den Bereich Erwachsene und Kinder Gedanken mache. Und auch da ist es so, dass man nicht immer alles perfekt macht. Und man sieht auch manchmal auch rein didaktisch, dass Sachen, so wie man sich das selber denkt und selber versteht, für andere, dass das zum Beispiel nicht umsetzbar ist. Und da muss man sich hinsetzen und Gedanken machen, wie kriege ich das hin? Also Selbstverteidigungstraining ist nie ein Schema F. Sondern es muss immer auf die Person zugeschnitten sein. Wir haben natürlich einen Rahmenfahrplan, aber ich muss mich um jede Person einzeln kümmern und Gedanken machen, damit keiner zurückbleibt. Weil es ist nicht wie im Sport, wo man sagt, ja, der Alex, der ist dann halt einfach schlecht. Ja, der kommt halt nicht zu uns in die Volleyballmannschaft, sondern im Zweifelsfall ist das Schlechtsein, nun ja, schädlich für die Gesundheit. Selbstverteidigungstechniken. Es gibt ganz viel Training, wo Techniken gelehrt werden, wie befreie ich mich daraus, was mache ich da, wie schütze ich mich hier, aber eben diese ganzen Aspekte nicht mit eingefasst werden. Das ist kein Selbstverteidigungstraining nach meinem Verständnis, sondern ich trainiere Selbstverteidigungstechniken. Das ist auch in Ordnung. Aber es umfasst eben nicht die ganze Problematik oder Schwierigkeit der Selbstverteidigung.
Ja, was macht ein gutes Selbstverteidigungstraining aus? Unterm Strich eigentlich nur eins, und zwar den oder die Trainer. Das heißt, angefangen, wenn ich mich mit meinem Trainer oder meiner Trainerin nicht verstehe und die mir unsympathisch ist, zum Beispiel, weil sie auf Nachfragen nicht reagiert, zum Beispiel, weil sie mir versucht, chronisch ihre Meinung aufzudrücken, nicht offen ist für eigene Meinung ist, wenn der Trainer zum Beispiel kein eigenes Konfliktpotenzial hat, sein eigenes Ego nicht zurückstecken kann, nicht akzeptieren kann, dass er zum Beispiel etwas lernt, was vielleicht besser ist oder gleichwertig ist und das annimmt und mit einbaut. Wenn ich mich selber gemobbt fühle, wenn ich mich einfach unwohl fühle, dann wird das Training für mich nie gut und effektiv. Denn es gibt immer so eine Entwicklungsstufen der Schüler-Lehrer-Beziehung und am Anfang ist es immer so, dass der Schüler vom Lehrer lernt, er saugt auf, er nimmt alles an. Und das heißt, das alles, was man aufsaugt, das sollte a, sozial und ethisch verträglich sein. Es sollte dem Schüler unterstützen auf seiner Reise, auf seinem Weg, bestmöglich. Und es sollte vor allem ehrlich sein. Die Ehrlichkeit ist auch wieder etwas, da muss man an sich arbeiten. Und wenn ich mich da einfach nicht wohlfühle, weil ich mich nicht integriert fühle, weil ich nicht denke, dass der Trainer mich bestmöglich unterstützt, dann ist jedes Training für die Katz. Was macht der Trainer? Da haben wir es wieder. Was macht er am Training? Was vermittelt er? Welche Werte und welche Ziele? Und wie gut kann er das umsetzen? Es gibt auch ganz, ganz viele Leute und ganz viele Trainer, die haben richtig, richtig viel Ahnung. Die haben viel mehr Wissen, Fähigkeiten, als man vielleicht in seinem eigenen Leben gefühlt die erreichen wird. Aber die können es zum Beispiel nicht vermitteln. Das ist auch so ein Thema. Ein Trainer hat die Aufgabe zu vermitteln. Und ein Trainer muss auch nicht in allem der Beste sein. Auch da noch ein kleines Wort zum Abschluss. Jeder Weltmeister hat da einen Trainer. Wen kennt man? Den Weltmeister. Wen kennt man meistens nicht? Die Trainer. Aber nur der Trainer hat den Weltmeister zu dem gemacht, was er ist. Real fighting. Echtes Kämpfen ist zu wissen, wann man die Autofenster schließen und die Türen verriegeln muss. And lock the door. Das ist Kämpfen.